Und dann auf zum letzten Spiel und zum Ende des Streams. Wir sind dann fast 4 Stunden dabei. Auslosung der Champions League und 2003, 2004. Machen wir aber im Schnelldurchlauf. Unser englischer Vertreter Arsenal trifft gegen Real Madrid, Celtic und die Olympique Marseille. Dann Man United, Sociedad, Rangers und Olympiakos Piraeus. Newcastle muss gegen Deportivo La Coruña, Ajax Athens und Sparta Prag. Und Chelsea gegen Celta Vigo, Panathinaikos und Liberec. Und ja, gibt es irgendwelche Überraschungen? Genau, den hatten wir ja auch noch auf der Liste, ne? Jubeltown, okay. Fleisch haben. Bis der sonst noch durchgeht. Wird aber wahrscheinlich nicht. So. Also wie gesagt, Robinson ist, ist unser bester Mann, Matt Robinson. Wenn es wieder zwei Kämpfe. Haben wir dann einen neuen Mitarbeiter? Das kann 80 Punkten, 3%. Ich will individuelle Fähigkeiten. Wie gesagt, er wird halt nice. Hier machen wir jetzt mal fünf Paraden. So. 2,0, nice. Fred Craig. So, gehen wir mal hier rüber gerade. Okay, wir haben noch. Okay, wir sind 11 Punkte Stärke. Knapp. Stärke Punkte. Okay. Speichern, dann gucken wir, wie sie aufgestellt sind. Dann zum letzten Spiel des heutigen Monats. August 2003. So, immer gleich. Okay, hier ist eine Lücke. Vermeintliche Lücke. Und linke Seite. Oh, die sind. Für einen guten Sturm. Für eine Stärke zumindest. So, mit dem müssen wir aufpassen. Okay. Das bringt auch gerade nichts so. Okay, auf geht es zum 4. Spieltag gegen Scunthorpe United. In Scunthorpe. Ich bin da sehr optimistisch, an die Menschen haben es vorgemacht, wie man, ich kann habe alle Videos gesehen, die blablabla, nach den Gegentoren wird man sicherlich gearbeitet und dann sicher nicht. Das wird auch nicht einfach heute. Oh. Ich finde halt das für lächerlich. Ja, okay. Verkackt man nicht. Ethan Jackson ist der Coach. Wir haben Sonnenschein, wir haben, bringen viele Auswärtsfans mit, 20% was. Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall viele. 3495 Fans in Scunthorpe, 536 Gästefans. Los geht es! Erste Minute Chance für Scunthorpe.
Cal auf Brody und auch zu Cal Ford. Aber wird er nicht. Stanford mit der zweiten Minute und auch die nächste Chance. Jetzt wird mit der Chance vorne Hand, aber keiner hat die Kraft. Stanford mit der Ecke in der fünften Minute. Brawl, Glück gehabt, am Tor vorbei. Wir können nicht zu viel sein. 14 Minute, Angriff Oxford. Townsley, auf Prokura, schnell. Schade, Happens. Scharf, schlägt den Ball auf die Tribüne. Und 14 Minute, Wilcox. Waterman vor Waterman, aber Waterman gewinnt den Zweikampf. Wilcox wieder vor dem Waterman. Diesmal Flanke, Koretz, den Karte. Und da ist der Stürmer, den man immer, den ich eben immer oft gesagt habe, wir müssen aufpassen auf ihn. Und der köpft das 1-0. Gelbe Karte, Koretz. Der Stürmer. Von uns kommt immer noch gar nichts. 43 Minuten, Oldfield. Airdrop, White auf Airdrop, auf Hand. Ausgleich! Wichtig, wichtig! Zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt. Noch kurz vor der Halbzeit. Und Halbzeit, wir gehen wieder mit 1-1 in die Halbzeit. Und wir sagen das immer. Wir müssen die Karte spielen. So, Hand loben wir, definitiv. Oldfield auch. Woodman hält uns wieder mal im Spiel. Crosby anfeuern. Waterman kritisieren. Und dann haben wir noch eine Minute und dafür sagen wir nicht aufgeben wieder. Die sind stark, keine Frage. Aber gerade in solchen Spielen zeigt es sich, was ihr als Mannschaft wert seid. Das war nicht synchron. Sollte sein schon. So, auf geht es, zweite Halbzeit. Wir werden erstmal nichts erzählen. Oxford 6. Ecke, wir haben 6 Ecken, also ist außer Netz von Porokova. Schade, Sharp von Hamilton bei dem Elsop ist alleine vor dort und Evans kann den Ball noch abwehren. Boah, okay, dafür kommt eine Kombi bei Scunthorpe. Angriff von uns, Hand, kommt nicht drauf hin und dadurch kann Kerl den Ball zurückhaufen. Stumpfi. Porokova. Aber Evans hält. Hillcroft geht dafür von Ridley. Scheint, als ob sie Beton anrühren wollen. Wir gehen jetzt auch mal mit Scharfe. Stanton sieht Gärtner absichtlich in einem Spiel. Und der letzte Wechsel. Hillcroft geht dafür von Hayes. Und wir wechseln auch was. 65. Stellen. Scott kommt für Corona und Rainless kommt für Toneless. Doppelwechsel also. Das Ganze, Wilcox, aber die Flanke geht zu weit. Stumpfi, aber Scott und Evans hält erneut. Die zweite Halbzeit geht klar für Oxford, für unser Team. Ecke Scunthorpe, 79. Und Woodman verschätzt erneut und Carruthers geht und setzt die Führung erneut an. Für Scunthorpe. Wir müssen in der Taktik etwas offensiver werden und wir müssen jetzt hier weiter Abschläge riskieren. Lange Pässe. Und wir müssen alles nach vorne gehen. Abpfiff, wir verlieren tatsächlich den.
alle Spiele sind beendet. Okay, gehen wir mal den vierten Spieltag durch. Southend against Cambridge, Cambridge win 2-0. Boston United against Northampton Town, 3-2 for Northampton. Hull City lose at home against Huddersfield Town, 2-0. Kidderminster against Bristol Rovers, Kidderminster win 3-2. Macclesfield lose at home against Darlington, 1-0. Yeovil Town against York City, a draw, 0-0. Mansfield Town against Doncaster Rovers, 3-2 for the home team, Mansfield. Swansea win 3-0 against Lincoln City. Torquay lose the first game in this season, 2-1 against Leeds Orient. Cheltenham lose 4-0 against Bury at home. Rochdale against Carlisle, a draw with 1-1. Wir sind im Moment 18. nach 4 Spieltagen. Dieser Richards ist sehr gefährlich. Er hat jetzt gelb-rot gesehen. Haben wir einen in der 11. des Tages? Nein. Verletzungen und Sperren. Ja, unsere jungen Wählen kommen, weil das richtig alles ist. So. Bayern München scheidet im Pokal aus gegen Wacker Burghausen. Ja, moin. Farbkopierer. Ja, damals gab es noch Farbkopierer. Für diesen Preis. Das Lustige ist, bei München 13 kommt das auch mit dem gleichen Preis. Eigentlich müsste das jetzt 250 kommen. Also, in Pfund. So, Bombardini. Und wir gehen auf 9000 runter. So, speichern wir in der nächsten, würde ich sagen. Können wir uns noch gerade den nächsten Gegner anschauen, von wer es ist. Es ist Kidderminster. Die schlechter sind von der Stärke her, aber es heißt ja nichts, ne? Wir sind raus. Also, damit bedanke ich mich für die zweite Aufnahme, für die Aufnahme. Und sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem interessanten Projekt mit Oxford United. Ich zeige mit der Kamera genau auf den Namen Oxford. Ich kann aber auch nochmal hier mit der anderen Hand hier ergänzt Oxford aufgeben und zeigen mit Oxford. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und sage bis bald, Leute, und ciao!